Den anderen passiert das ohne Ende und hier ist das noch richtig geil. Oh, McMillan hat's erwischt. Ach Gott, der kann jetzt gar nicht mehr weiterlaufen. Jetzt kann ich natürlich keine Waffe tragen, während ich ihn tragen muss. Das heißt, ich muss ihn immer wieder absetzen, wenn er mal schießen muss. Jetzt geht's nicht weiter. Und wir haben auch noch nur noch gut 17 Minuten Zeit, okay. Optimum. Optimal, ja. Aber auch das ist eine ganz coole Idee eigentlich. Such mir eine Stelle, von der aus ich Deckung geben kann und setz mich ab. Ja, mach mal hier. Ziele bewegen sich nach Osten. Das war einfach. Ziel erledigt. Hinter uns, na toll. Es geht also weiter. Komm noch eine Zeit. Der Evakuierungspunkt ist im Südwesten. Wir können es immer noch schaffen, wenn wir uns beeilen. Feind kommt näher. Bring mich in eine gute Position, von der aus ich Deckung geben kann. Hab ihn. Kontakt im Südwesten. Das kommt, glaube ich, noch mal eine Welle. Feinde nähern sich von Westen. Ja, der kann zum Glück nicht sterben. Das ist ganz cool. Es ist nämlich so ein Call für die wichtigen Personen, also wie er hier zum Beispiel. Nicht die normalen Soldaten, sondern solche, die wirklich einen Namen haben. Die können nicht sterben, also der kann so oft beschossen werden, der geht nicht drauf. Und das ist ein großer Vorteil, das wäre sonst noch schwieriger, wenn wir auf den achten müssen. Jetzt könnte man denken, das ist doch voll anspruchslos. Das ist aber nicht so, glaubt mir. Hier wird es noch richtig, richtig knackig. Ich hätte uns fast erwischt hier. Aber wir leben noch. Kontakt im Südwesten. Er ist erledigt. Ja, was? Meine Fresse! Dann halt nochmal. Wenigstens kriegen wir Checkpoints, trotz des Zeitlimits hier. Er ist erledigt. Sieht aus, als wäre es sicher. Wir sollten weiter. Echt, das war's schon. Gerade eben kamen noch zig Feindeswellen und jetzt ging es hier ganz schnell wieder vorbei. Na, okay, kein Ding. Mag ich gerne. Da können wir nicht lang, der ist radioaktiv verstrahlt, sehe ich gerade. Dann halt woanders. Nur genau von wegen sicher. Hier ist gar nichts sicher. Ziele südöstlich. Ziel erledigt. McMillan packt das schon. Wie gesagt, der kann nicht draufgehen, aber wir. Und deswegen kann ich den ruhig irgendwo absetzen. Ja, hallo, was macht der denn hier? Es kommt noch mehr von Lauben. Aktivität Nordosten. Wo kommen die nächsten her? Aus, als wäre es sicher. Wir alles klar, weiter. Dann mal weiter. Ne, du bist es nicht, das war eine Leiche. McMillan wollen wir. Der sitzt hier schön im Gras und snipert sich einen ab. Ich weiß nicht, ob man das Gebimmel hier hören kann. Das ist draußen meine Kirche. Ich wohne nämlich direkt an einer riesengroßen Kirche, die jede Stunde
dermaßen ein Glockensolo abliefert, das kann man sich kaum vorstellen. Das nervt total, vor allem wenn man schlafen möchte. Ich glaube, ich sag's euch so laut, habt ihr das noch nicht erlebt. Und zwar richtig ohne Ende. Auch so, jetzt mal wieder in so einem Bohnensilo hier. Richtig verwinkelt und sieht auch sehr unheimlich aus. Hund, den muss ich... Oh, ich habe Angst. V. Alter, wie schnell man da die V-Taste drücken muss, das geht gar nicht. So, ich setze dich hier ab und... Ja, ich bin schon wieder gestorben, toll. Es ist echt heftig. So schnell kann man weder schießen noch auf die V-Taste drücken. Leute, ich sage jetzt gar nichts mehr, ich bin richtig frustriert. Das ist so dumm von Infinity Ward, so einen Scheiß einzubauen, ganz ehrlich. Komm ruhig her, du dummes Vieh, ey. Jo, jetzt kommt hier nur eine Armee ja gleich angelaufen. Ey, macht doch, was ihr wollt. Was ist denn das? So eine Scheiße, Mann. Wirklich. So toll das Spiel auch ist, das ist absoluter Bullshit. Wir sind doch nicht mehr in Konsolengenerationen, wo wir Super Mario spielen. Ganz ehrlich, ey. Das ist so ein Mist. Das ist ein absoluter Mistreck. So, Mac Miller darf sich um den Scheiß kümmern, ey. Ich habe keine Lust mehr. Ja, fick dich doch! Ich habe ja auch keine Granaten mehr. Ruhig jetzt. So, ey, das ist die nervigste Stelle des ganzen Spiels ist eine, wo man es nur mit einem Gegner zu tun hat. Und ich komme nicht an dem vorbei, weil der schießt sofort auf mich. Und jetzt ist er natürlich nicht da. Ziel erledigt. Wetten, jetzt ist er wieder da? Nein. Oh, Alter, woher soll ich denn das wissen, wo der da ist? Woher soll ich denn das wissen? So eine Scheiße, ey. Ich kann nicht mehr. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich hasse das. Alter. Und was machst du eigentlich? Was du machst, Macmillan! Du dummes Arschloch, ey! Du bist so nichts Nutzer!
Ey, ich hab keinen Bock mehr. Das ist echt das Beschissenste, was ich jemals gesehen habe. Ja, es ist so dumm und dämlich. Sorry, Leute. Ich glaube, es ist eine ganze Folge sogar, die wir jetzt hier dran rumsitzen. Nur weil wir nicht um die Ecke kommen, weil da ein Gegner ist, ein einziger Gegner und zwei Hunde. Das ist tatsächlich zu viel für uns. Aber was soll ich machen? Es ist einfach zu viel. Und ich kann natürlich auch keine Granate nehmen. Ich versuche es jetzt mal mit C4. Aber unser Macmillan macht auch gar nichts, der, ne? Ziel neutralisiert. Ich komme nicht weiter. Ich baue natürlich eine Überspringen-Funktion für euch ein, keine Frage. Aber es tut mir so leid, dass ich echt eine ganze Folge hier rumstecke. Und ich weiß es nicht.